Wir sind heute hier in Weimar und nutzen die Präsenz und die Popularität von Goethe und Schiller, um darauf aufmerksam zu machen, dass wir mit unserem Gesundheitssystem wirklich anders umgehen müssen. Gesundheit geht uns alle an. Die Gesundheit derjenigen, die uns im Gesundheitssystem unterstützen und gesund machen. Und natürlich auch die Patienten haben ein Recht auf Gesundheit. Wir sind heute hier mit Ellen Ost, einer Pflegerin aus einem Thüringer Krankenhaus, und machen euch besonders deutlich, wie es aussieht, warum wir nicht nur auf Profite setzen können, weil wir die Kosten nicht auf andere abwälzen können, sondern wir müssen das solidarisch tragen. Ich bin Ellen Ost. Ich bin seit 36 Jahren Krankenschwester und Krankenschwester war mein Traumberuf gewesen. Und die Arbeitsbedingungen haben sich die letzten Jahre deutlich verschlechtert. Vor allem seit Einführung der Fallpauschalen ist es so, dass immer mehr KollegInnen den Beruf verlassen, weil gerade in den 90er Jahren, aber auch in den 2000er Jahren noch Stellen von KollegInnen, die zum Beispiel in Rente gegangen sind oder die aus anderen Gründen den Beruf verlassen haben, nicht nachbesetzt wurden. Was dazu geführt hat, dass die Versorgung der PatientInnen deutlich schlechter geworden ist, weil ich habe einfach die Zeit nicht mehr für die PatientInnen, die ich eigentlich bräuchte. Durch die Einführung der Fallpauschalen ist es halt auch so, dass es lukrative Fallpauschalen gibt, wo man sehr viel Geld verdienen kann. Andererseits gibt es Fallpauschalen, die sind nicht so lukrativ. Wenn ich beispielsweise einen Diabetiker auf Station habe, der einen Ulkus, also eine Wunde am Fuß hat, dann ist es einfach lukrativer für ein Krankenhaus, diesen Fuß zu amputieren, anstatt jeden Tag einen Verbandswechsel zu machen, den Patienten im Bett liegen zu lassen, eine Rundumpflege angedeihen zu lassen. Das ist einfach lukrativer, verdient ein Krankenhaus mehr Geld und das kann irgendwo nicht sein. In der Pflege ist es nicht 5 vor 12, sondern es ist 5 nach 12. Es ist dringend notwendig, jetzt zu handeln, sonst kriegen wir in den Krankenhäusern ein ganz großes Problem, nämlich, dass wir PatientInnen nicht mehr betreuen und versorgen können, wenn die Politik nicht jetzt auf der Stelle etwas tut für die Krankenhäuser, Fallpauschalen abschafft, für ein bedarfsgerechtes Gesundheitswesen Politik macht und nicht dafür, dass einige wenige Konzerne Profite mit der Gesundheit bzw. mit der Krankheit der Menschen macht.